Recht herzlich willkommen zur neunten Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir sind hier dran. Ich hatte letztes Mal gesehen, der Zeitplan, da war noch was mit dem Badezimmer hier nicht in, also bei der Badezeit nicht in Ordnung. Das müssen wir mal gerade ändern. Da ist nämlich was doppelt da. Das bedeutet, wir machen das mal dahin. Ist das so richtig? Ja, dann könnte da nämlich noch die Arbeitszeit hin, weil das passt sonst nicht. 3, 2, 1, ja, der ist da, das passt, das ist da, alles sonst weit, okay. Okay, das war mir aufgefallen. Was wollte ich noch getan haben? Hier, das mit der Luft haben wir noch gemacht. Was macht hier unsere Keimung? Ja, die Keimung wird immer besser, das ist schon mal gut. Hier unten müssen wir immer noch aufräumen, da wird noch aufgeräumt, das ist auch gut so. Da haben wir schon was rübergesetzt. Jetzt könnten wir hier oben noch ein bisschen graben, ne, oder? Und allen kriegen. Achso, wir brauchen hier noch definitiv die Kohle, ne? Jetzt wollte ich noch geguckt haben, ob wir Kohle überhaupt haben. Organisch war das nicht. Mineral, ne. Mach das mal zu hier. Rohmaterialien waren das, oder? Ne. Verbrauchbare Erze, lief da Kohle drunter? Ja, 8,1 Tonnen. Okay, da haben wir was. Verhungern schon wieder. Wer verhungert? Max ist im Verhungern. Wer macht hier das Essen? Hier, Prio, bitte. Da wird aber aufgegessen. Da kommt auch einer und macht schon wieder was. Naja, okay, das geht noch. Wir müssen unbedingt die Nahrungskette verbessern. Das ist ganz wichtig. Hier sind die Dinger, ja. Hier, ja, wir sollten vielleicht die eine oder andere Pflanze noch hinbauen können. Warte mal, ich wollte hier oben noch weitermachen. Zap und zap und zap und zap. Das kommt auf jeden Fall so. Hier fehlt es ja auch noch. Und ich glaube, wir können dann hier noch ein bisschen weitermachen. Die Leiter höher ziehen. Machen wir mal so. Ja, reicht erst. Sollten allerdings hier unten aufräumen, ne? Aufräumen da unten mit Prio 9. So. Wir wollen das Schmutzwasser da ja rein haben, ne? Okay, da oben wird natürlich gebaut. Ist die Frage, ach so, wir hatten noch eine Aufwertung letzte Runde. Wer hat denn da Punkte? Miep. Pflanzenpflege und Viehzucht machen wir Pflanzenpflege und Bubbles. Kann besser aufräumen dann, das ist auch gut so. Macht die das schon? Das ist die Frage. Okay, jetzt sind es zwei. Ist auch egal. Das weg. Nee, wir können noch mehr aufwerten. Nicht da, sondern da. Irgendwas verpasst? Nein, ne? So, wir können hier auch noch ein paar Sondergeschichten machen, ne? Verbesserte Stärke. Turner. Verbesserter Bau. Verbesserte Stärke. Ist das der zweite, der graben kann? Ja. Verbesserte Landwirtschaft, Pflanzenpflege. Pflanzenpflege. So, warte mal, da müssten wir die erst anklicken, um zu sehen, was die haben. Verbesserter Bau hatten wir, genau. Pflanzen, das ist okay. Das ist okay. Grillen 2. Feldstudien. Das ist Grabemeister schon. Das ist Umgang mit Kranken. Und das hier ist verbesserter Bau 2. Läuft bei denen, ne? Jetzt haben die alle, kriegen die alle eine Mütze auf. Ich weiß nicht, wer. Es ist vielleicht fürs eigene Ego besser, ne? So, die sind hier unten noch. Ah, sie setzen sich gerade die Mützen auf. Alles klar. Er hebt schon mal da das erste auf. Es ist wichtig, dass das jetzt hier mal wegkommt, damit wir das schließen können, damit wir halt hier die Dingens hinkriegen.
Sag schon. Ja, die kriegen da unten keine Luft, ne? Das bedeutet, wir müssten da nochmal was klimatechnisch noch machen, ne? Also der funktioniert ja noch da. Ich bin jetzt nicht so... Lüftungsoverlay. War schon richtig. Sauerstoff. Läuft hier auch nicht gerade besonders gut. Was ist hiermit? Können wir den mal anmachen? Immer noch keine Algen da dran. Wie sind das? 2,9 Tonnen. Okay, das wird ja jetzt wenigstens ein bisschen weniger. Die lassen das sowieso immer wieder fallen, kann das sein? So, Essen wird gemacht. Dieser Nahrungsmangel ist natürlich schlecht. 1400 Kalorien ist nicht viel. Da müssen wir noch einiges tun dran, ne? Wo sind die Pflanzen? Da, okay. Achso, wir wollten noch mehr Pflanzen machen. Da ist schon was passiert. Achso, da kommen sie gar nicht hin, ne? Da müssen wir das dann noch weggraben. So. Und vielleicht noch so. Okay, das wird gerade gebaut. Dann sollte es da auch weitergehen. Achso, wir können da unten aber schon mal ein paar Pflanzdinger hinmachen. Wo waren das? Sauerstoff, Nahrung. Hier, diese wollte ich noch da hinpflanzen. Die sind dann schon mal da. Damit wir mehr Nahrung kriegen, ne? Okay, da wird schon abgebaut. Ne, da wird oben hingesetzt. Okay. Das läuft auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was hier so... Jo, Drucker. Fertigkeitspunkte verfügbar. Sind aber gar nicht. Irgendwo ist da ein Bug dran, ne? Naja. Soll jetzt erstmal nicht so schlimm sein. Wichtig ist, dass hier unten fertig wird. Da liegen nur 1,3 Tonnen. Hier fällt immer noch was runter. Das müssen wir ändern hier, ne? Das geht gar nicht. Das müssen wir zumachen. Auf Dauer aber erst. Die Pumpe pumpt. Der Ofen hat immer noch keine Kohle gekriegt. Okay. Machen wir eigentlich Forschung noch was, oder? Ja, ist noch angesagt. Gut. War da jetzt einer, der was gekriegt hat? Ja. Kamel. Was machen wir mit der Kunstgrundlagen oder Astronomieforschung? Eigentlich ist die Forschung viel schöner, ne? Komm, zack. Läuft. So. Weiter geht's. Und Toiletten sind schon wieder fast voll. Essen wird produziert. Hier unten geht's nicht voran. Verhungern tun jetzt schon zwei. Er macht sich, glaube ich, jetzt gerade selber Matschregel. Will ich hoffen. Hier ist nichts drin, ne? Ist geupgradet. Was macht er? Was essen? Ja, kann man hier... Ah, da sind zum Glück zwei Pflanzen fertig. Hier oben ist es auch fertig geworden. Wie sieht es denn mit der Sauerstoffgeschichte aus? Ja, es ist... noch nichts besser geworden, ne? Also doch, ein bisschen ist schon hier besser. Ja. Er steigt schon wieder da runter, oder sie? Nimmt hoffentlich hier ein paar Kilo auf. Er ist noch am Verhungern, ey. Keine Kalorien da. Matschregel werden zu wenig produziert. Okay.
Das ist er jetzt hier, ne? Harold ist am Verhungern. Harold muss jetzt was essen. Da oben gibt's was. Wer ist der Zweite? Ja, hier. Und jetzt gehen sie erstmal schlafen. Ich hoffe, dass mit dem Essen klappt gleich. Na, hier oben werden die Dingens gemacht. Dann wollen wir da auch gleich pflanzen. Haben wir nichts mehr. Doch, da ist noch was. Dann machen wir die beiden da rein. Ich hoffe, das funktioniert auch. Gut. Sie ist noch, oder er ist noch am Treten. Wir kommen hier mit dem Strom auf keinen grünen Zweig, ne? Wir verbrauchen zu viel in dem Sinne. So, mal gucken, dass wir es auf 9 haben. Ist der auch auf 9? Ja. Und sie geht jetzt treten, damit die Batterien mal voll werden. Ja, jetzt steigen sie auch bei 2. Ich weiß nicht, ob diese Batterie auch voller wird. Ja, wird auch voller. Okay, die beiden sind fertig. Die anderen sind wieder da. Jetzt verhungern schon 4. Das ist schlecht. Er produziert auf jeden Fall Essen. Und Harold geht erstmal. Okay. Matschregel ist wieder einer fertig geworden. Verhungern tun nur noch 2. Das ist schon mal gut. Hier wird noch geerntet. Und er nimmt sich gleich was mit. Jetzt nur noch eine Person, die Hunger hat. Und das ist Harold. Der läuft gerade. Hier unten ist, glaube ich, ein Feld jetzt weniger geworden. Naja, da muss noch einiges weggeräumt werden. Dass das klappt. Hier müssen die Algen rein. Und noch einen höher. Ja, ein Dingens reicht nicht, um dass da was mehr wird. Es müssen 2 treten. Aber beide Toiletten verstopft. Das ist nicht gut. Ich hoffe, da wird jetzt nicht nur gereinigt, sondern auch, ja, doch, wird auch sauber gemacht. Okay, Batterien werden geladen. Koch kommt, um Essen zu machen. Wir haben aber immer noch jemanden, der... Achso, sie läuft hier immer noch, oder eher Harold. Harold ist immer noch am Laufen und verhungert. Kann Nahrung nicht erreichen. Kilo liegen da noch? Oh, reichlich. Ich hoffe, er wird jetzt gleich mal was essen. Jedenfalls ist die Batterie voller geworden. Das ist schon mal sehr gut. Er holt sich jetzt den Matschregel. Das ist schon mal gut. Und das ist auch weg. Ja, Forschung... Lange Arbeitswege. Das ist jetzt gleich fertig. Und dann machen wir die Stange. Wenn die dann so schnell erreichbar ist. Sieht aber noch nicht so aus. Wo ist denn die Rutschstange? Da oben. Naja, dann wird das erstmal werden. Die sind schon mal gepflanzt. Da fehlt was. Licht. Forschung abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Elektrolysator und Prost. Okay. Das haben wir jetzt hier, ne? Genau. Ja, das müssen wir dann mal gucken, dass wir das auch in Angriff nehmen. Forschung ist dann.
Stange oder erst Sauerstoff? Wofür brauchen wir das Ding, ne? Ne, ne, in Salzer war es auch nicht. Wo ist denn das Teil? Oder haben wir den schon? Nein, ne? Den. Da ist er. Wasserstoffgenerator. Einen kleinen Transformator. Ja, das müssen wir jetzt machen. Wir brauchen ja Sauerstoff noch mehr. Nahrungsmangel haben wir immer noch. Einer verhungert. Wir haben 1400 Kalorien. Forschung läuft. Fertigkeiten. Ist noch nix. Der zeigt immer noch an dem Bug. Hier laufen gerade vier Leute runter und räumen auf. Okay. 1,4 nur noch. Kommt noch einer mehr. Unzureichende Sauerstoffproduktion haben wir gerade. Er hat jetzt nicht ganz viele aufgenommen, ne? Weil er keinen Sauerstoff hat. Ja, gut. Ja, die sind schwer am Atmen, ne? Aber Batterien werden voll, das ist wichtig. Essen wird produziert. Ressourcen sind jetzt überall da? Ne. Mir fehlen immer noch die Algen, immer noch nichts passiert, ne? Sauerstoff ist echt ein Problem mit. Das heißt, hier, zack, jetzt Prio hoch auf 9 hat anders keinen Sinn. Wir müssen zwei Produktionen haben. Kilogramm. Cool, oder? So eine krumme Zahl da drin. Ja. Da ist was gemacht worden und das kommt jetzt hier rein. Das ist schon mal cool. Und dann läuft der zweite jetzt endlich auch. So, jetzt wird das auch besser, denke ich, hier mit dem Sauerstoff. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, die Pumpe läuft noch immer ab und an. Hier wird es jetzt mehr. Hier unten wird es auch mehr. Und der läuft jetzt weg, weil er Hunger hat. Da kommt aber, ne, kommt keiner mehr, der geht auch wieder hoch. Gut, batterientechnisch läuft es. Kohle, auch hier auf Prio 9 hat alles keinen Sinn, ne. Muss auch da rein, damit der Strom besser läuft. Toiletten sind okay. Ja. Wie sieht's hier mit Keimen aus? Das Wasser ist verkeimt, das wissen wir. Aber sonst. Hier ist ein bisschen was drin. Und da auch, das sind die Flaschen, die wir noch leeren müssen. Da müssen wir unbedingt dran arbeiten, dass das Becken da unten fertig wird, damit wir das loswerden, ne? So. Matschding wird auch entkeimt. 239 Kilo müssen dann noch weggeräumt werden. Das läuft. Verhungert wieder einer. Wieder Harold. Unser Top-Läufer hat immer Hunger. Ah, guck mal, da ist jetzt das Teil drin. Was fehlt denn hier? Wachstum gestoppt, Bewässerung. Ach, da fehlt Wasser drin. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Dann müssen wir das vielleicht auch ändern. Das Ding können wir mal zerlegen. Und bauen. Keinen daneben, weil brauchen wir nicht. Machen wir von hier oben demnächst. Der wächst ja, ne? Ja.
Gut, Pumpe läuft. Jedoch weniger, ne, oder? Definitiv. Jetzt müsste man das Wasser da noch loswerden. Bauen wir das hier mal weg? Ich glaube, das bauen wir da mal weg. So. Forschung läuft. Es tritt gerade keiner, weil es ist noch Strom in den Batterien. Jetzt ist es weg. Hier unten sind wir immer noch nicht weiter, aber 119 anstatt 239. Es wird aber auch wieder getreten gerade. Ah, und der Ofen läuft endlich. Super. Okay. Er produziert natürlich ordentlich CO2, Kohlendioxid. Aber hier ist jetzt natürlich ziemlich viel Sauerstoff drin, ne? Jetzt müssen wir den weiter fördern noch. Das heißt, wir müssen mal den Riegel hier verschieben. Und den hier machen wir mal auch ein bisschen höher. Komm, 150. So, die sind am Schlafen jetzt. Bis auf die zwei Nachtschichtler. Da hat einer ein Dingens gemacht. Wer verhungert? Bird. Fertigkeitspunkt erworben. Klempnerei aufräumen machen wir. Ist wichtig. Gut. Einer tritt, das ist gut. Einer macht Essen, das ist auch gut. Der hat jetzt mal genug Power hier, der Generator. Ich glaube, wir können die Prio momentan hier bei den Hamsterrädern mal runtersetzen, ne? Hamsterrad geht jetzt auf 5. Und das auch auf 5, weil einfach momentan der da oben das powermäßig macht. Es ist nur die Frage, wie ist der Sauerstoff hier? Nicht so dolle. Jetzt müssen wir den gucken, dass wir den Sauerstoff da wegkriegen, ne? Wird schon werden. Jo. Batterien sind voll, der oben läuft. Wir machen das mal auf 30 hier. Also Treibstoffanfrage, nee. Das ist ja, wenn da Kohle reingeliefert werden muss. Ich bräuchte eher den Ausgang mit Strom. Jetzt müsste man den mal deaktivieren kurz und gucken, wie lange die Batterien halten, wenn er immer an ist. Okay, die haben hier unten was ordentlich weggeholt. Vielleicht wird das ja mal fertig. Schaltet einer ab, ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie lange das hier so gut geht mit dem Strom. Der ist ja jetzt erstmal aus. Das ist ja auch gut so. Chlorgas ist hier drin. Kommt das weg? Ah, die ist schon halb leer. Das geht relativ zügig schon mal. Mhm, ist gleich leer. Okay. Die ist leer und jetzt geht die leer. Ja, und ich sehe, es geht doch relativ zügig leer. Kann man gleich wieder anmachen. Bringt nichts, weil die ist auch gleich leer. So, wie sieht's hier unten aus mit dem Zeug? 1,3 Tonnen Granit liegen da noch und naja, auch der Rest ist noch viel. Wie sieht es mit dem Sauerstoff aus? Ja, das wird ein bisschen besser. V
400. Hier oben ist mehr atembar wieder unten. Hier könnte es noch ein bisschen mehr sein. Sollten wir aber auch noch hinkriegen, ne? So, hier ist schon alles weggeräumt. Machen wir mal das bis dahin. Und graben mal hier diese Schicht weg. Dann können wir das da oben auch bauen. Hier unten sind sie schon an der nächsten Ecke dran. Ja, das wird werden, oder? Wir haben jetzt auch die Leute freigekriegt. Fürs Dingens. Okay, die Forschung läuft da. Ja. Essen wird gemacht, geforscht wird. Strom läuft. Hier ist gerade Sandstein aufgenommen, um das da zu bauen. Cool. Das ist schon fertig. Jetzt ist die Frage, ob wir das die Treppe hier zumachen oder nicht. Und der macht ordentlich weiter auf jeden Fall. Und gibt schon da wieder was rein. Alles wunderbar. Läuft. Was ist hier mit? Hat keiner was. Alles ist gut. Die Pflanzen wachsen leider nicht, weil da kein Wasser dran gekommen ist. Das Wasser ist aufgenommen worden. Sehr interessant. Keime sind schon fast, also im oberen Bereich sind sie schon unter 2000. Also das entkeimt sich von alleine. Braucht nur seine Zeit. Das wird alles hier. Zack. Das auch noch abbauen. Jetzt tut er sich selber da irgendwie im Weg stehen, oder? Okay. Gut, das kriegen wir alles hin. Warte mal, den letzten machen wir noch weg wegen der Flüssigkeit. Aber die können wir aufwischen, ne? Schmutzwurzeln. Und dann wischen wir das hier mal rauf. Kommt noch keiner hin, weil das dann noch nicht weg ist, aber das dauert ja nicht lange, dann wird das gemacht. Kann er da raufbauen? Ja, kann er. Und dann kommt das auch noch weg. Das zerlegen wir auch noch. So, der ist gut beschäftigt. Es läuft soweit alles. Da fehlt jetzt nicht mehr ganz viel. 200 Kilo und das. Dann haben wir das erledigt. Ja, geht doch nochmal einer runter und hol das da gerade weg. Na, ist das jetzt schon mit dem Wingens, mit dem Sauerstoff da ein bisschen runtergegangen? Tatsächlich. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Jetzt ist gerade das Tor angegangen. Da schauen wir gerade noch rein. Sohle kann man da kriegen. 2 Tonnen oder Dornblütensamen. Oder wir haben 2 Leute. Blase erhöht, Wissenschaft gesenkt. Kann Dr. Pickett auch Training durchführen. Kochkunst erhöht, Nahrung, Moralbonus gesenkt. Ich glaube, diese Person... nehmen wir. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob wir noch ein Bett haben, ne? Ich glaube nicht. Möbel. Bett. Hinbauen. Und Prio 9. Nee. Fertig. Was hat die Pflanze für ein Problem? Geht. Okay. Das ist jetzt weg. Das bedeutet, wir machen hier mal gerade zu.
Wahrscheinlich stellt derjenige, der das baut, natürlich auf die Seite und dann ist er eingeschlossen. Das müssen wir beobachten. Die Kohle geht hier ganz schön schnell weg. Da wird Wasser gebracht. Läuft alles soweit. Bett ist fertig, kann also auch nichts passieren. Jo, da sind wir erstmal dran, oder? Das läuft doch eigentlich ganz gut, ne? So, jetzt ist noch die Geschichte damit, dass das gebaut wird. Er geht jetzt gerade runter und macht das, oder? Gucken wir uns noch an. Letzte Aktion. Ach, was macht er denn jetzt für ein Gesicht da? Lebensmittelvergiftung, okay. Das ist nicht gut. Aber er ist auf jeden Fall nicht da reingelaufen. Das ist schon mal der größte Punkt. Ja, unsere Matschregel, das ist nicht das tollste Essen. Da müssen wir mal gucken, dass wir in der nächsten Folge das Essen revolutionieren, damit die dann nicht diesen Matsch essen müssen. Momentan ist das so, aber da werden wir dann dran arbeiten. Wir sind ja hier ganz schön am Erweitern, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt und einen Daumen hoch gebt, wenn euch die Folge gefallen hat. Macht euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt, wenn das nächste Video kommt. Schreibt was in die Kommentare, freue ich mich besonders drüber. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!